Hallöchen Leute, ja, willkommen wieder zurück bei... Geil. Ja, zu Let's Play Miniatur Modelleisenbahn in Spur in Folge 17. Heute mit dem Gleisschotter und mit den Bäumen. Und als ich gerade angehoben habe, die Zeitung, also ist schon ein schwerer Gleisschotter. Ne, hier. Und halt hier die Bäume. Und ich halte da gerade was zu, und zwar, das werde ich euch gleich zeigen. Weiß nicht, was cool ist. Und so, und dann, nächste Woche gibt es halt wieder die Bogengleise, also die Holzgleise, ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar 5 Bogengleisunterlagen C145. Ja. Dann 2 Bogengleisunterlagen C222 und eine Geradgleisunterlage S1. Ja, der aufregend. Gut. Ja, gibt es halt leider nächste Woche wieder so eine Teile, weil ich kann das irgendwann nicht mehr abgeteilt zu sehen. Ich hoffe, wir haben hier bald durch. Ich will nicht mal sowas wie hier haben jetzt mit dem Gleisschotter oder eben Bäume oder Gebäude und so oder das Streugras, sowas möchte ich jetzt auf jeden Fall einfach mehr haben. Ja, ein bisschen Abwechslung mal hier, ne? Ja, werden wir einmal anfangen mit dem Auspacken. So. Das zeige ich euch nachher. So sind die 5 Bäume. Ein bisschen größer. Und zwar, das sind ja die H78, möchte ich sagen. Ja, H78. Und wieder unser schlaues Heft. So. Ja. Gut. Werbung. Oh, schon wieder. So. Oh Mann, jetzt will ich hier wieder doppelt rein. Das mag ich nicht. Das kennen wir schon. Ah ja, Chicago. Alles klar. Jetzt sind wir also mal in Amerika. Mit der U-Bahn. Sind ja U-Bahn, möchte ich sagen. Das sehen so aus. Ich mag ja die amerikanischen Eisenbahnen. Ich kenne der. Preußisch. Die Lok sieht nicht leer aus. Irgendwie ist die Lok falsch herum oder keine Ahnung. Glaube ich nicht, nee, ist er. Die Lok sieht komisch aus. Die Tunnelspezialist VS. FS. VS. Pff. 670. Ja. So, und dann unser Gleisschotter. Ja. Und die Bäumchen. Ich bin mal gespannt, wann wir damit anfangen können. Aha. Ah ja. Wusste ich doch, den Plan muss man aufheben. Jetzt kommt dann das hoch, dann muss man hier schön festkleben. Ne, hier oben auf die Leisten einen Kleber hoch. Die Leisten muss ich erst noch kriegen. Die Woche hat nicht geklappt. Konnten wir nicht bestellen. Genau. Ja, müssen wir nächste Woche Montag hin. Und naja, dann halt durchkleben. Und dann kommt der Plan wieder hochgesteckt, also ne, wie man hier sieht, mit den Reißzwecken. Ja. Und dann als nächstes der Abschnitt dran. Warum jetzt hier so eine Dinger reingesteckt werden, weiß ich nicht. Vielleicht mal gucken. Ja, damit geht's auf jeden Fall weiter. Ja, und das war zum Heft. Gut, kommen wir erstmal zu den Bäumen, ne? Bevor wir uns den Gleisschotter dran nehmen. Ja, das sind wieder ein paar größere Bäumchen. Ja, sieht man auch, sind ein paar, ein bisschen größere. Muss ich warten, bis die Kamera es rangezoomt hat. Also, ja, jetzt. Ne? Sind noch schon ein bisschen größer. Nur was ich hasse, ist die Bröseln. Der Dreck ist auch aus China, aber naja. Ja, die sind 5 Bäume. Und dann der Gleisschotter. Auf jeden Fall, hier haben sie Reiche reingemacht. Hätten sie eigentlich beim Streugas genauso machen können. Und jetzt die Überraschung, was ich hier die ganze Zeit zuhalte.
Ja, es ist von noch. Da das Streuzeug, der Gleisschotter ist von noch. Also, da, das finde ich mal, das muss ich mal Lob eigentlich geben an D'Agostini. Jetzt haben wir es mal hinbekommen, mal etwas nicht aus Japan und China so herzuholen, sondern mal auch von noch. Ne? Eine richtige Firma, mal aus Deutschland. Ja, auf jeden Fall, ich hatte ja auch noch nie Gleisschotter so in der Hand. Auf jeden Fall, so eine kleine Packung ist eigentlich schon ein bisschen schwer. Aber hier haben sie reichlich reingemacht. Ja, und so sieht alles aus. Warte, muss noch richtig HD machen. So. Ja. Und für meine Nullstrecke muss ich auch noch kaufen. Und da kann es ganz schön viel werden. Ja. Gut. Ja, das dann dazu auch. Also, mal sehen, vielleicht gibt es ja in 2 Wochen wieder etwas zum Streuen, also Streuzeug und ein paar Bäumchen. War ja vor 2 Wochen genauso mit dem Streugras und mit den Bäumchen. Vielleicht gibt es dann wieder Streu, irgendwas. Vielleicht anderes Streumaterial wieder, wenn dann weiß ich nicht was. Und vielleicht Bäume H88. Ja, Größe 88 nehme ich. Das sind H78 und dann vielleicht H88. Ja, dann würde ich mich dafür auch verabschieden mit den Holzhölzern der Platte. Und werden wir dann auch irgendwann weitermachen. Montag erstmal schneiden lassen. Mit der Platte hat es auch ewig gedauert, bis sie die geliefert haben. Ey, nee, ey, komm. Naja, mal sehen, wie es damit jetzt weitergeht. Und auf jeden Fall, dann würde ich mich für dieses Mal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Baureihen 99, 32 Freak.